Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead by Daylight. Ja, und wir spielen heute mal wieder als Überlebender und wir spielen natürlich mit der Japanerin. Und ich bin mittlerweile 19, cool. Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, und es geht los. Das ging ja schnell. Ich glaube, mir ist aufgefallen, dass ich bei Dead by Daylight viel mehr rede als sonst. Oh, da will jemand ins Krankenhaus. Und die Map vom Doktor. Ich war noch nie auf der Map vom Doktor mit dem Doktor, muss ich sagen. Ich hab die Map vom Doktor generell erst einmal gespielt, gestern, und zwar als Überlebender gegen die Nurse. Nö, gegen die Krankenschwester da, gegen die Teleportiererin. Bam, badam, bam, bam. Badam, ba, 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 da, da. Er spielt den Fallensteller. Er hat keinen Haken gefunden. Die Map ist ziemlich verwinkelt. Ich glaube, auf dieser Map. Scheiße. Dieser Map haben die Überlebenden einen Vorteil. Die Alte ist schon wieder down. Natürlich hat er mich gesehen. Ich finde das so hart, dass die Killer darunter jumpen, dich instant hitten und du bist erstmal, nur hast erstmal einen Cooldown. Ja, tut mir leid, ich wusste. Wie kann denn der so schnell durchgehen?
Es tut mir voll leid, ich hab den jetzt voll den Killer an den Hals geholt. Natürlich hätte ich jetzt nach unten gehen können in den Keller und schauen, ob da ein Medikit ist, aber das wäre mir zu gefährlich gewesen. Und schon wieder die zweite Japanerin down. Die Japanerin ist down, wenn die jetzt hängt. Ich hoffe, ich finde jemanden, der mich heilen kann. Oh, die muss jetzt erst kämpfen. Oh, sie wurde gerettet. Warum sind wir denn so laut? Nicht vergessen, nicht versauen. Alle werden geschlagen, weil sie irgendjemanden heilen wollen.
da voll Leertasten-Smashing! Leertasten-Smashing, aber hat nichts gebracht. Ich gehe trotzdem noch einmal drüber wie sonst was. Und an meinem Level kann es nicht liegen, weil meine Freunde haben, beziehungsweise einer meiner Freunde haben ein geringeres Level als ich. Der jumpt da auch schnell durch. Alle gehittet. Aber ich muss dem Typen zugute halten, er campt nicht. Das freut mich. Okay, einer ist down. Okay. Die Runde ist anstrengend. Die Schreie auf dieser Map machen mich. Was ist denn das? Ah, das Tor. Oh, da ist jemand in der Falle. Schafft das? Oh ne, er wird gehangen. Ich muss den anderen Überlebenden finden. Ich darf halt nicht so viel rennen. Das sieht nämlich die Fußabdrücke von uns.
Ich habe wieder das Glück und er kommt hier entlang. Ich habe immer so ein Glück. Was macht denn mein Gewand hier? Seht den Überlebenden nicht mehr. Oh, sie ist down, sie liegt. Das war ein guter Killer. Bin ich noch immer Level 19? Rang 19? Jawohl. Ja, überleben wir noch mal. Gucken wir mal kurz. Was habe ich denn für Items? Eine Ingenieurkiste. Zwei Werkzeugkisten. Und mit Mac. Was habe ich da? Weil die Items, die sind, glaube ich, denen passiert. Ja, hier sieht man, ich habe drei Erste-Hilfe-Kisten, Camping-Set. Dann normalen Erste-Hilfe-Kasten und zwei Ingenieurkästen, okay. Und eine Opfergabe. Ich würde sagen, dann können wir mal was mitnehmen. Gucken wir mal Opfergaben. Was haben wir da? Erhöht leicht das Glück, Effekt summiert sich. Eine kleine Bauung, okay. Was ist das? Erhöht deutlich die Chance, zum Macmillan-Anwesen geschickt zu werden. Ne, lassen wir den Werkzeugkasten weg und die Opfergabe auch. Bewahren wir uns die noch auf. Für wenn wir besser sind. Sammeln wir uns jetzt Items zusammen und wenn wir besser sind, dann geht ab in der Hut. WRUFR. Where are you from? Ah. Gna. Binne Koida. Okay, bitte nicht das Krankenhaus. Ah, fett. Ah, es kann halt trotzdem noch kommen, aber
Chance ist gering. So, dann rauchen wir uns noch eine Zigarette an. Das ist Wahnsinn. Bei dem Spiel kam ich fast gar nicht dazu, einen Zug von meiner Zigarette zu nehmen. Aber nach der Runde ist auch aus, weil dann muss ich ein bisschen was machen. Dann habe ich heute eh schon zwei Folgen aufgenommen. Also Dead by Daylight wird echt ein Spiel, das wird viel auf meinem Kanal kommen. Da habe ich nämlich richtig Lust drauf. Oh yeah. Oh yeah. Ja. Mir ist aufgefallen, wenn ich länger nicht rede und ich will aber die ganze Zeit reden, dann fange ich oft an zu singen. Das ist voll komisch. Müsste halt mal ein Thema auspacken. Aber ich bin nicht so gut in dem Gespräch. Ich schließe nämlich die Themen relativ schnell ab. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was gibt's denn dazu? Was gibt's denn zu sagen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, lass uns einfach irgendeinen Bullshit labern und der Ladebalken geht so lang. Ich glaube, ich muss mir mal was so Fakten runterladen, die ich dann vorlese während den Ladebalken. So Menschenfakten oder irgendwas oder Pro-Fakten oder so. Gibt ja auch ein Buch, der Pro-Codex. Habe ich mal gesehen in einem Let's Play von Pete's Meat. In Lego City Undercover, weil Zombie U habe ich nicht gesehen von Chris. Aber der Pro Codex ist echt witzig. Ich denke, das werde ich auch irgendwann mal machen, so bei Ladebalken. Wir spielen gegen den Kettensägen, Dübi. Da ist schon jemand am Generator. Da schließen wir uns gleich an. Clean Stoughton. Ja, und wir haben Disconnector. What the fuck? Als ob der mich jetzt gerade nicht gesehen hat. Nicht versauen. Ich habe jetzt einen Bro da. Boah, ich drücke einfach alle Tasten. Okay. Lief schon mal gut. Scheiße.
Ja, muss die mir immer voll ins Face rennen? Ich hasse das. Geht er campen? Sehe durch den Rauch leider nichts. Aber ich habe noch immer Herzbubbern. Hi. Ja, ich weiß auch nicht, warum es gerade nicht mehr funktioniert hat. Ich habe eigentlich Leertaste gedrückt. Wollte eigentlich meinen Pros noch mehr Zeit verschaffen, dass der bei mir campen muss, wenn er schon campt. Der ist der Killer. Er muss noch einen Generator reparieren, dass die Luke aufgeht. Ach, der campt. Lol. So lucky. Mach lieber einen Generator, der kämpft sowieso. Bloodshit. Wohl eher Bullshit. Und ich wurde schon als Camper beschimpft, als alle Generatoren repariert waren, bei den zwei Türen hin und her gerannt bin, bin ich als Camper beschimpft worden. Und der bleibt ja bei direkt stehen.
Fehlerbetäubung. Ja, oh sole mio, jetzt kann ich natürlich nicht viel reden. Ich meine, ich könnte jetzt versuchen, voll kommentieren, was der da macht. Und da hinten läuft er. An seiner Stelle würde ich versuchen, eine Kiste zu finden oder einen Generator zu reparieren, damit die Luke aufgeht. Es ist dumm, der Killer hört den doch, außer der Killer ist in dem DS, wo Rolf grad voll rumgeschrien wird. Da hat er mehr Chancen, wenn er sich die ganze Zeit bewegt. Okay, er setzt sich wieder an den Generator. Und er muss halt nur darauf achten, dass er das Quick-Time-Event nicht versaut. Der zieht das Video ganz schön in die Länge. Der kommt schon wieder. Weißt du, wenigstens, wenn man sich hinhockt, sollte man einen Button drücken können, um leise zu sein, um sich, weiß ich nicht, die Hände vom Mund zu halten oder so. Dumm, das hat er jetzt gehört. Der hätte jetzt einen Haken rennen müssen. Ja, da ist nicht das Team schuld, wenn der Killer campt. Oh, by the way, bin ich jetzt wieder 20. Schade. Ja, fast sind wir Level 4. Mac ist jetzt auf Level 9.
Dann holen wir uns noch ein Erste-Hilfe-Camping-Set-Kasten. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Episode von Dead by Daylight wieder ein. Ciao.